Ich bin 45 Jahre alt, seit 11 Jahren beim TNB. Ich bin zuständig als Koordinator für Turnierbetrieb und Meisterschaften. Das heißt, was machst du den ganzen Tag? Oh, ich beschäftige mich mit meiner Lieblingssportart Tennis. Ist das deine Lieblingssportart? Ist vielleicht leicht gelogen. Also ich bin eigentlich komme ich ja vom Fußball, aber Tennis ist eine Leidenschaft, seitdem ich 10 Jahre alt bin. Und ich hatte irgendwann die Möglichkeit, durch ein Praktikum beim Tennis zu landen und seitdem organisiere ich den Tennissport mit. Das heißt, du bist auch relativ viel unterwegs oder kannst du relativ viel auch von hier aus machen? Also ich würde sagen, die meiste Arbeitszeit bin ich hier im LAZ, weil wir das ja von hier aus organisieren. Aber zu Meisterschaften bin ich in der Regel auch vor Ort, sodass natürlich Reisetätigkeit mit dabei ist. Jetzt hast du gerade gesagt, du kommst eigentlich aus dem Fußball. Was machst du denn im Fußball? Spielst du selber Fußball? Bist du Trainer? Bist du im Verein tätig? Also alles. Also seit 40 Jahren spiele ich aktiv Fußball. Ich habe die B-Lizenz, bin Trainer bei uns im Verein und ich bin seit, ich glaube, knapp 8 Jahren jetzt auch Vereinsvorsitzender. Also eigentlich decke ich so die gesamte Palette in diesem Verein ab. Aber trotzdem auch die Leidenschaft Tennis. Das heißt, du spielst auch selber Tennis? Ja, ich habe 6 Jahre aktiv gespielt, von meinem 10. bis zu meinem 16. Lebensjahr. Dann sind meine Eltern nach Berlin gezogen. Mit 16 musste ich noch mitziehen. Damals war Tennis noch extrem teuer. Da hieß die Aufnahmegebühr 2.500 D-Mark, um in einem Berliner Tennisverein spielen zu dürfen. Das war auch nicht der Nobelclub. Und da habe ich dann meinen Eltern nahegelegt, dass ich das nicht mehr machen möchte. Es war nicht umgekehrt, sondern es war tatsächlich, dass ich gesagt habe, es ist zu teuer. Und seitdem spiele ich so hobbymäßig hier und da mal ein bisschen, aber nicht mehr wirklich Mannschaftsspiele. Aber das heißt, du lebst deine Leidenschaft Tennis eigentlich eher im Beruf aus. So ist es. Das reicht dann auch. Das reicht auch? Wäre Ja. sonst zu viel? Ja, ich bin ja 7 Tage mit Tennis beschäftigt. Ich sag mal, wenn bei uns Wochenende ist, sind wir ja trotzdem zum Teil erreichbar. Ich werde zu allen möglichen Fragen immer wieder kontaktiert, sodass ich eigentlich Tennis nie irgendwo an den Nagel hänge und sage, jetzt ist meine Woche zu Ende, sondern Tennis ist und bleibt 7 Tage meine Beschäftigung. Was kommen denn da so für Fragen? Was kann man sich da vorstellen? Also was wollen. Turnierveranstalter wollen wissen, wie muss ich jetzt auslosen? Ich habe folgendes Problem, die Software funktioniert vielleicht nicht. Was kannst du mir da raten? Es sind Oberschiedsrichterfragen, die zum Teil an mich herangetragen werden. Dann sind es auch mal ganz allgemeine Punktspielfragen. Wir wollen jetzt gerade hier auf den Platz gehen, sind uns aber gerade nicht sicher, wie es in der Wettspielordnung steht. Und dann nimmt man die Handynummer, die man kennt, und die wird dann angerufen. Das ist meistens deine. Also auch, also die anderen werden ja Ja. genauso kontaktiert, aber wenn Aber eine nicht funktioniert, ist meine dabei. das heißt, du hast so eine, auch so ein bisschen eine Begleiter-Beraterfunktion für Ja, Turnierveranstalter. genau. Ja, jetzt nochmal zum Thema Fußball. Du sagst, du hast Leidenschaft Fußball, Leidenschaft Tennis. Jetzt ist das ja das eine eine ganz klare Mannschaftssportart. Das andere ist eher eine Einzelsportart. Wie unterscheidet sich das für dich? Oder ist das vielleicht auch gerade das, was so reizvoll ist? Ich glaube, dass es eine Kombination aus beidem ist. Also ich sage mal gerade, also erstmal Einzelsportart ist, da bin ich für mich selbst verantwortlich. An einem Wochenende ist entscheidend, wie bin ich drauf, wie habe ich trainiert, wie habe ich mich darauf vorbereitet, was habe ich dafür gegeben, um erfolgreich zu sein. Und das Ergebnis kriege ich direkt an dem Wochenende. Einzelsportart. Bei einer Mannschaftssportart, wenn ich vielleicht der Meinung war, mich am Freitagabend nicht diszipliniert zu verhalten und ich stehe am Samstag mit auf dem Platz, aber die anderen 10 sind überragend drauf, kann ich immer noch gewinnen. Das heißt, da ist dann so das Kollektiv, was letztendlich einen Erfolg erreichen kann. Und ich finde das Schöne, jetzt gerade auch hier auf unseren Landesverband bezogen, wir bieten ja beides an. Wir haben diesen Mannschaftssportcharakter, in dem wir Mannschaftsspiele anbieten. Da ist zwar erstmal das Ergebnis von dem jeden Einzelnen verantwortlich, aber ich bin als Team unterwegs. Das heißt, dieser Mannschaftsgedanke, sich unterzuordnen, sich mit anderen auszutauschen, Kontakte pflegen, Kontakte bekommen, das ist ja alles, was in Mannschaftssportarten sehr stark ist, finde ich, wird gerade auch jetzt so mit Mannschaftspunktspielen im Tennisbereich mit abgedeckt. So, das ist so die Kombination aus beidem. Jetzt hast du ja vorhin gesagt, dass du Vereinsvorsitzender bist, dass du da also tätig bist in dem Bereich. Das heißt, du bist fest verankert, sowohl privat als auch beruflich im organisierten Sport. Wie wichtig findest du es auch? Also wie groß ist die Rolle des organisierten Sports und wie wichtig hältst du das auch? Also gesellschaftspolitisch halte ich ihn für extrem wichtig, weil du alles auffangen musst. Das fängt ja an bei der jugendlichen Betreuung im Nachmittagsbereich.
wenn die Kinder abgegeben werden beim Training, bist du 2 bis 3 Stunden lang nichts anderes als die Betreuung vor Ort. Und zwar eine relativ günstige, wenn du im Verein organisiert bist. Du hast die Integration, treibst du als Verein letztendlich irgendwo mit voran. Wenn irgendwelche Wellen der Flüchtlinge zum Beispiel da sind, dann sind es die Vereine, die vor allem versuchen, in irgendeiner Form die Menschen mit zu integrieren. Ich glaube, in meinem Leben jetzt 25 Mal umgezogen. Das Erste, was wir gemacht haben, wir sind in den Verein gegangen, wir Kinder damals. Also logischerweise 25 bitte auf 45 Jahre bezogen. Aber wir sind dann als Erstes in den Verein gegangen, weil wir Kontakte brauchten. Und Kontakte bekomme ich im Verein. Das heißt, auch da habe ich wieder diesen organisierten Sport, der dafür Sorge trägt, dass die Gemeinschaft wieder da ist. Und ansonsten, was auch zu organisierten Sport gehört und ich glaube in Deutschland sicherlich aus dem Grunde auch sehr ausgeprägt ist, sind Regeln und Ordnungen. Wir brauchen sie. Ich merke es im Punktspielbetrieb, ich merke es in den Turnieren. Wenn wir diese nicht hätten, dann würde jeder machen, was er möchte. Und ich weiß, wir verändern unsere Ordnungen immer wieder mal und versuchen sie anzupassen. Und je besser uns das gelingt, desto ruhiger wird der Spielbetrieb. Also jeder fühlt sich aufgehoben oder findet sich wieder, wenn alle gleich behandelt werden. Und deswegen ist dieser organisierte Sport aus meiner Sicht extrem wichtig. Also sowohl in dem normalen Alltag, als auch jetzt, wenn wir als Landesverband hergehen und sagen, wir geben euch den Rahmen vor, wir geben euch einen Punktspielbetrieb vor, da könnt ihr spielen, da ist der Ehrgeiz gleich gefasst, wir haben einen Turnierspielbetrieb, das heißt, in jeglichen Kategorien kann ich im Prinzip mich wiederfinden, mich hocharbeiten, wenn ich das Talent dafür habe. Aber wenn ich das Talent auch nicht habe, habe ich LK-Turniere, wo ich dann im Breiten wieder spielen kann. Und das sind alles Dinge, die von unserer Seite aus letztendlich mit organisiert werden und dem Einzelnen zur Verfügung gestellt werden. Von daher halte ich das für einen ganz, ganz wichtigen Bestandteil im Leben. Jetzt hast du gerade Regeln angesprochen. Jetzt ist es ja im Tennis so, dass sich viele fragen, wie funktioniert das, dass die ohne Schiedsrichter spielen? Also, wenn du kennst es ja selber aus dem Fußball, wir kennen es aus jeder anderen Sportart, dass sie, ich kann mir kein Fußballspiel ohne Schiedsrichter vorstellen. Ich weiß auch nicht, ob das gut ausgehen würde. Wie schafft der Tennis das, dass sie tatsächlich ohne Schiedsrichter Punktspiele austragen können? Auch da gibt es Regeln für tatsächlich. Also es gibt, das nennt sich Spielen ohne Schiedsrichter. Da sind gewisse strittige Fragen geregelt. Also wie muss ich einen Ballabdruck behandeln? Auf einem Sandplatz, in der Halle. Wie habe ich mich auf meiner Seite zu verhalten, wie hat der andere sich zu verhalten? Und dann ist es meines Erachtens gelebte Praxis. Und ich glaube, dass tatsächlich der Tennissport in diesem Punkt eine Vorreiterfunktion hat. Denn wir sehen im Fußball ganz häufig jetzt die Schlagzeilen, dass Schiedsrichter verprügelt worden sind oder angegangen worden sind, verbal wie auch körperlich. In den ganz jüngsten Bereichen, also im Fußballbereich sind das die G- und F-Junioren, gibt es mittlerweile keine Schiedsrichter mehr. Da müssen die Kinder das selber regeln, beziehungsweise unterstützt durch die Betreuer von außen. Der Tennisspieler kennt es von klein auf, dass es im Prinzip eigentlich nur in der Notsituation einen Schiedsrichter gibt, den ich mal holen kann. Aber beim Punktspiel ist keiner vorhanden. Da wird einer bestimmt, du bist in den strittigsten Fragen derjenige, der die Frage zu lösen hat. Und zwar logischerweise nach Wettspielordnung. Und ich glaube, dass es dahin gehen wird. Weil der Umgang ist, glaube ich, respektvoller, wenn man weiß, dass der andere ja eigentlich auch nur Tennisspieler ist. Also der andere ist ein Fußballspieler. Also muss ich den eigentlich doch genauso akzeptieren. Und im Fußball ist halt vieles, wenn ich etwas nicht kann, ist der Schiedsrichter schuld. Im Tennisbereich gibt es die Probleme manchmal auch, aber ich sehe, dass die Probleme besser lösen, weil es einfach gelernte Praxis ist. Also ich glaube, dass es eine Vorreiterfunktion ist. Also glaubst du auch, dass das in der Zukunft andere Sportarten auch so handhaben werden, beziehungsweise es auch gar nicht so schlecht wäre, wenn sie das machen würden? Wie gesagt, je komplexer eine Sportart ist, desto schwieriger ist es, ohne Schiedsrichter klarzukommen. Aber machen wir uns nichts vor, wenn wir alle draußen bei einem Fußballfeld stehen, sind wir alles eigentlich schon Bundestrainer und haben eigentlich die komplette Ahnung. Es gibt sicherlich mal so Kleinigkeiten, wo man vielleicht mal drüber nachlesen sollte, ob es richtig ist oder falsch ist, wie man das sieht. Aber eigentlich ist Fußball sehr einfach gehalten. Das heißt, ohne Schiedsrichter, ich sehe es im Bubi- und im F-Jugendbereich, sehe ich es ja, es funktioniert.
Und die Kleinen, die fangen dann nicht an, sich vor dem anderen aufzubauen und dem zu erzählen, wie doof er ist, sondern weil dann hat er halt den Ball, dann ist es halt so. Und in die Richtung muss das halt letztendlich nach oben weiter gelebt werden. Natürlich bei 11 Leuten, die auf 11 Leute treffen, habe ich 22, die vielleicht nicht ganz einer Meinung sind. Ist es etwas komplexer in der Problematik. Aber nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass du ohne Schiedsrichter, wenn du es so nicht anders kennst, es schaffen kannst. Aber wie gesagt, das ist ein Prozess, das ist ein sehr langer Prozess. Gerade im Jugendbereich. Ja gut, dann war es das soweit. Ich danke dir. Sehr gerne.